Ich begrüße euch recht herzlich zur nächsten Vorlesung unserer Computergrafik 2-Reihe. Heute beschäftigen wir uns mit SSAO oder Screen Space Ambient Occlusion. Wir haben in der Vorlesung Lighting kurz die Umgebungsbeleuchtung bzw. Ambient Lighting angeschnitten. Die Umgebungsbeleuchtung ist eine feste Lichtkonstante, die wir zur Gesamtbeleuchtung einer Szene hinzufügen, um die Streuung des Lichts zu simulieren. In der Realität streut das Licht in alle möglichen Richtungen mit unterschiedlicher Intensität, sodass die indirekt beleuchteten Teile einer Szene auch unterschiedliche Intensitäten haben sollten, anstatt einer konstanten Umgebungslichtkomponente. Eine Art der Annäherung an die indirekte Beleuchtung ist die sogenannte Ambient Occlusion oder auch Umgebungsokklusion, die versucht, die indirekte Beleuchtung zu approximieren, indem Falten, Löcher oder nah beieinander liegende Flächen abgedunkelt werden. Diese Bereiche werden von der umgebenden Geometrie weitgehend verdeckt und somit haben Lichtstrahlen weniger Möglichkeiten zu entkommen. Daher erscheinen die Bereiche dunkler. Hier seht ihr ein Beispielbild einer Szene mit und ohne SSAO. Beachtet, wie besonders in den Ecken das Umgebungslicht stärker abgedeckt wird. Das Bild mit aktiviertem SSAO wirkt durch diese kleinen okklusionsähnlichen Details viel realistischer und gibt der gesamten Szene mehr Tiefe. Ambient Occlusion Techniken sind aufwendig, da sie die umgebende Geometrie berücksichtigen müssen. Man könnte für jeden Punkt im Raum eine große Anzahl von Strahlen schießen, um den Grad der Okklusion zu bestimmen, aber das wird für Echtzeitlösungen schnell rechnerisch unausführbar. Im Jahr 2007 veröffentlichte Crytek eine Technik namens Screen Space Ambient Occlusion in ihrem Spiel Crysis. Diese Technik verwendet die Tiefe einer Szene im Bildschirmraum, um den Grad der Verdeckung zu bestimmen, anstatt realer geometrischer Daten. Dieser Ansatz ist im Vergleich zu echter Umgebungsokklusion unglaublich schnell und liefert plausible Ergebnisse, was zum de facto Standard für die Annäherung an die Umgebungsokklusion in Echtzeit macht. Die Grundlagen der Umgebungsokklusion im Bildschirmraum sind einfach. Für jedes Fragment auf einem Bildschirm gefüllten Quad wird ein Okklusionsfaktor berechnet, der auf den Tiefenwerten der Umgebung des Fragments basiert. Der Okklusionsfaktor wird dann verwendet, um die Umgebungslichtkomponente des Fragments zu reduzieren oder aufzuheben. Der Okklusionsfaktor wird ermittelt, indem mehrere Tiefenabtastungen in einem Kegelkernel, der die Fragmentposition umgibt, vorgenommen werden und jede der Abtastungen mit dem Tiefenwert des aktuellen Fragments verglichen wird. Die Anzahl der Proben, die einen höheren Tiefenwert als die Tiefe des Fragments haben, stellt den Verdeckungsfaktor dar. Jedes der grauen Tiefensamples, die sich innerhalb der Geometrie befinden, trägt zum Gesamtokklusionsfaktor bei. Je mehr Samples wir innerhalb der Geometrie finden, desto weniger Umgebungslicht sollte das Fragment schließlich erhalten. Es ist klar, dass die Qualität und die Präzision des Effekts direkt mit der Anzahl der Umgebungssample zusammenhängt, die wir nehmen. Wenn die Anzahl der Sample zu niedrig ist, verringert sich die Präzision drastisch und wir erhalten ein Artefakt, das Banding genannt wird. Wenn sie zu hoch ist, verlieren wir an Leistung. Wir können die Anzahl der zu prüfenden Samples reduzieren, indem wir etwas Zufälligkeit in den Sample-Kernel einführen. Durch zufälliges Drehen des Sample-Kerns für jedes Fragment können wir mit einer viel geringeren Anzahl von Samples qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen. Dies hat jedoch seinen Preis, da die Zufälligkeit ein auffälliges Rauschmuster einführt, das wir durch Unschärfe der Ergebnisse beheben müssen. Wie ihr sehen könnt, erhalten wir bei den SSAO-Ergebnissen aufgrund der geringen Anzahl von Abtastungen zwar ein auffälliges Banding, aber durch die Einführung einer gewissen Zufälligkeit sind die Banding-Effekte vollständig verschwunden. Die von Crytek entwickelte SSAO-Methode hatte einen bestimmten visuellen Stil. Da der verwendete Sample-Kernel eine Kugel war, führte dies dazu, dass flache Wände grau aussahen, da die Hälfte der Kernel-Samples in der umgebenden Geometrie landete. Hier seht ihr ein Bild der Screen Space Ambient Occlusion von Crysis, das diesen grauen Eindruck deutlich zeigt.
Aus diesem Grund werden wir keinen Kugelsampling-Kernel verwenden, sondern einen Halbkugelsampling-Kernel, der entlang des normalen Vektors einer Oberfläche orientiert ist. Indem wir um diese normal orientierte Halbkugel herum samplen, berücksichtigen wir dem Fragment zugrunde liegende Geometrie nicht als Beitrag zum Okklusionsfaktor. Dadurch wird das Graugefühl der Umgebungsokklusion beseitigt und im Allgemeinen werden realistischere Ergebnisse erzielt. Diese SSAO-Vorlesung basiert auf dieser normal orientierten Halbkugelmethode und einer leicht modifizierten Version des SSAO-Tutorials von John Chapman. Schauen wir uns erstmal an, was wir alles benötigen. SSAO erfordert geometrische Informationen, da wir eine Möglichkeit benötigen, den Okklusionsfaktor eines Fragments zu bestimmen. Für das Fragment benötigen wir die folgenden Daten: einen Positionsvektor pro Fragment, einen normalen Vektor pro Fragment, eine Albedofarbe pro Fragment, ein Kernel, einen zufälligen Rotationsvektor pro Fragment, der zum Drehen des Kernels verwendet wird. Unter Verwendung einer Ansichtsraumposition pro Fragment können wir ein Halbkugelkernel um die normalen der Ansichtsraumoberfläche des Fragments herum ausrichten und diesen Kernel verwenden, um die Positionsbuffertextur mit unterschiedlichen Offsets abzutasten. Für jedes Sample des Kernels pro Fragment vergleichen wir Tiefe mit der Tiefe des Originalfragments, um den Grad der Verdeckung zu bestimmen. Der resultierende Verdeckungsfaktor wird dann verwendet, um die endgültige Umgebungslichtkomponente zu begrenzen. Indem wir auch einen Rotationsvektor pro Fragment einbeziehen, können wir die Anzahl der benötigten Samples deutlich reduzieren, wie wir gleich sehen werden. Da SSAO eine Screenspace-Technik ist, berechnen wir seine Wirkung auf jedes Fragment auf einem bildschirmgefüllten 2D-Quad, aber das bedeutet, dass wir keine geometrischen Informationen der Szene haben. Was wir tun könnten, ist die geometrischen Daten pro Fragment in Screenspace-Texturen zu rendern, die wir dann später an den SSAO-Shader senden, damit wir Zugriff auf die geometrischen Daten pro Fragment haben. Dies ähnelt weitgehend dem Deferred Rendering. Aus diesem Grund eignet sich SSAO perfekt in Kombination mit Deferred Rendering, da wir die Positions- und normalen Vektoren bereits im G-Buffer haben. Noch ein kleiner Hinweis, wir werden hier SSAO auf Grundlage der vorherigen Vorlesung implementieren. Da wir bereits Positions- und normalen Daten pro Fragment aus dem G-Buffer zur Verfügung haben, ist der Fragment-Shader der Geometriestufe recht einfach. Wir speichern also die entsprechenden Informationen in die Textur. Da SSAO eine Screenspace-Technik ist, bei der die Okklusion auf Basis der sichtbaren Ansicht berechnet wird, ist es sinnvoll, den Algorithmus im ViewSpace zu implementieren. Daher werden die FragPos, wie sie vom Vertex-Shader der Geometriestufe geliefert werden, in den Ansichtsraum transformiert. Alle weiteren Berechnungen finden ebenfalls im ViewSpace statt. Stellt also sicher, dass die Positionen und Normalen des G-Buffers im ViewSpace liegen und ebenfalls mit der ViewMatrix multipliziert werden. Es ist möglich, die tatsächlichen Positionsvektoren allein aus den Tiefenwerten zu rekonstruieren, indem man einige clevere Tricks anwendet, wie Matt Pettineau in seinem Blog beschrieben hat. Dies erfordert einige zusätzliche Berechnungen in den Shadern, erspart uns aber das Speichern von Positionsdaten im G-Buffer, was viel Speicher kostet. Aus Gründen der Einfachheit lassen wir diese Optimierung allerdings erstmal aus. Die Farbbuffertextur G-Position wird dann wie folgt konfiguriert. Dadurch erhalten wir eine Positionstextur, die wir verwenden können, um Tiefenwerte für jedes der Kernel-Samples zu erhalten. Beachtet, dass wir die Position in einem Fließkomma-Datenformat speichern. Und auf diese Weise sind die Positionswerte nicht auf 0 bis 1 geklemmt. Beachtet bitte auch, dass wir die Textur-Wrapping-Methode auf GL-Clamp-to-Edge eingestellt haben. Die stellt sicher, dass wir nicht versehentlich Positionstiefenwerte im Bildschirm außerhalb des Standardkoordinatenbereichs der Textur überabtasten.
Als nächstes benötigen wir den eigentlichen Halbkugel-Sample-Kernel und eine Methode, um ihn zufällig zu drehen. Wir müssen eine Anzahl von Samples erzeugen, die entlang der Normalen einer Oberfläche orientiert sind. Wie wir am Anfang kurz besprochen haben, wollen wir Samples erzeugen, die eine Halbkugel bilden. Da es schwierig und nicht plausibel ist, für jede Oberflächennormale einen Sample-Kernel zu erzeugen, werden wir einen Sample-Kernel im Tangentenraum erzeugen, wobei der normalen Vektor in die positive Z-Richtung zeigt. Unter der Annahme, dass wir eine Einheitshalbkugel haben, können wir wie folgt einen Sample-Kernel mit maximal 64 Sample-Werten erhalten. Wir variieren die X- und Y-Richtung im Tangentenraum zwischen minus 1 und 1 und variieren die Z-Richtung der Abtastwerte zwischen 0 und 1. Wenn wir hier die Z-Richtung ebenfalls zwischen minus 1 und 1 variieren würden, hätten wir einen Kugel-Sample-Kernel. Da der Sample-Kernel entlang der Oberflächennormale orientiert wird, werden die resultierenden Sample-Vektoren alle in der Halbkugel enden. Derzeit werden alle Sample zufällig im Sample-Kernel verteilt, aber wir würden lieber eine größere Gewichtung auf Okklusion in der Nähe des eigentlichen Fragments legen, um die Kernel-Samples näher am Ursprung zu verteilen. Dies können wir mit einer Interpolationsfunktion erreichen. Wobei lerp definiert ist als Funktion, die linear zwischen a und b mit dem Wert f interpoliert. F sollte also hier zwischen 0 und 1 definiert sein. Damit erhalten wir insgesamt eine Kernelverteilung, die die meisten Samples näher am Ursprung platziert. Links seht ihr das Ergebnis ohne und rechts mit Anpassung der Dichte an den Ursprung. Jedes der Kernel-Samples wird verwendet, um die Position des ViewSpace-Fragments zu verschieben, um die umgebende Geometrie abzutasten. Um realistische Ergebnisse zu erhalten, benötigen wir eine ziemlich große Anzahl von Samples in ViewSpace, was die Leistung zu stark beeinträchtigen könnte. Wenn wir jedoch eine halbzufällige Rotation oder Rauschen pro Fragment einführen können, können wir die Anzahl der benötigten Samples deutlich reduzieren. Und diese zufällige Rotation schauen wir uns nun an. Durch die Einführung einer gewissen Zufälligkeit in die Sample-Kernels können wir die Anzahl der für gute Ergebnisse erforderlichen Stichproben erheblich reduzieren. Wir könnten für jedes Fragment einer Szene einen zufälligen Rotationsvektor erzeugen, aber das frisst schnell Speicher. Es ist sinnvoller, eine kleine Textur aus zufälligen Rotationsvektoren zu erstellen, die wir über den Bildschirm kacheln. Wir erstellen ein 4x4-Array von zufälligen Rotationsvektoren, die sich an der normalen der Tangentenraumoberflächen orientieren. Da der Sample-Kern entlang der positiven Z-Richtung im Tangentenraum orientiert ist, belassen wir die Z-Komponente bei 0, sodass wir um die Z-Achse rotieren. Anschließend erstellen wir eine 4x4-Textur, die die zufälligen Rotationsvektoren enthält. Stellt sicher, dass die Wrapping-Methode auf gLrepeat gesetzt ist, damit sie nicht korrekt über den Bildschirm erstreckt. Wir haben alle relevanten Eingabedaten, die wir für die Implementierung von SSAO benötigen. Als nächstes brauchen wir den SSAO-Shader. Der SSAO-Shader läuft auf einem 2D-bildschirmfüllenden Quad, das den Okklusionswert für jedes der erzeugten Fragmente berechnet, und zwar zur Verwendung im endgültigen Beleuchtungsshader. Da wir das Ergebnis der SSAO-Stufe speichern müssen, erstellen wir ein weiteres Frame-Buffer-Objekt. Da das Ambient-Occlusion-Ergebnis einer einzelnen Graustufenwert ist, benötigen wir nun nur die Rotkomponente einer Textur, weshalb wir das interne Format des Farbbuffers auf gL-wet setzen. Der komplette Prozess zum Rendern von SSAO sieht dann in etwa so aus. Zunächst rendern wir in den G-Buffer. Anschließend binden wir den SSAO FBO und übergeben Position, Normale und die Rauschtextur. Der SSAO-Shader benötigt dann die Samples und rendert das Quad,
und dann folgen Beleuchtung und das Zeichnen des finalen Bildes. Der SSAU-Shader nimmt als Input die relevanten G-Buffer-Texturen, die Rauschtextur und die normal orientierten Hemisphären-Kernel-Samples. Interessant ist hier die Variable Noise Scale. Wir wollen die Noise-Textur über den ganzen Bildschirm kacheln, aber da die Texturkoordinaten zwischen 0 und 1 variieren, wird die Noise-Textur überhaupt nicht gekachelt. Wir berechnen also, um wie viel wir die Texturkoordinaten skalieren müssen, indem wir die Abmessung des Bildschirms durch die Größe der Rauschtextur teilen. Da wir die Tiling-Parameter von TextNoise auf GLVP setzen, werden die Zufallswerte auf dem gesamten Bildschirm wiederholt. Zusammen mit dem FragPos und normalen Vektor haben wir dann genug Daten, um eine TBN-Matrix zu erstellen, mit der wir jeden Vektor vom Tangentenraum in den Ansichtsraum transformieren können. Mit dem Kram-Schmidt-Verfahren erstellen wir eine orthogonale Basis, die jedes Mal leicht gekippt ist, basierend auf dem Wert von RandomVec. Beachtet, dass durch die Verwendung eines Zufallsvektors für die Konstruktion des Tangentenvektors die TBN-Matrix nicht exakt an der Oberfläche der Geometrie ausgerichtet sein muss und somit keine Tangenten- und Bitangentenvektoren pro Vertex benötigt werden. Als nächstes iterieren wir über jedes der Kernel-Samples, transformieren die Samples vom Tangenten in den Ansichtsraum, fügen sie zur aktuellen Fragmentposition hinzu und vergleichen die Tiefe der Fragmentposition mit der im Positionsbuffer im Ansichtsraum gespeicherten Sampletiefe. Aber wir gehen das Schritt für Schritt durch. Hier sind Kernel Size und Radius Variablen, mit denen wir den Effekt beeinflussen können. In diesem Fall 64 bzw. 0,5. Für jede Iteration transformieren wir zunächst das jeweilige Sample in den ViewSpace. Dann multiplizieren wir das Sample mit dem Radius, um den effektiven Sample-Radius von SSAO zu erhöhen oder zu verringern, und addieren die Fragmentposition. Als nächstes wollen wir das Sample in den Bildschirmraum transformieren, damit wir den Positionstiefenwert des Samples so abtasten können, als ob wir seine Position direkt auf dem Bildschirm rendern würden. Da sich der Vektor derzeit im Ansichtsraum befindet, transformieren wir ihn zunächst mit Hilfe der Projektionsmatrix in den Clipraum. Nachdem die Variable in den Clipraum transformiert wurde, führen wir den Schritt der perspektivischen Division durch, indem wir ihre XYZ-Komponenten durch ihre W-Komponente teilen. Die resultierenden normalisierten Gerätekoordinaten werden dann in den Bereich 0,1 transformiert, sodass wir sie zum Abtasten der Positionstextur verwenden können. Wir verwenden die X- und Y-Komponente des Offset-Vektors, um die Positionstextur abzutasten, und dann schließlich die Tiefe oder den Z-Wert der Sample-Position aus der Perspektive des Betrachters, also das erste nicht verdeckte sichtbare Fragment, zu ermitteln. Dann wird geprüft, ob der aktuelle Tiefenwert des Samples größer ist als der gespeicherte Tiefenwert, und wenn ja, wird er zum endgültigen Beitragsfaktor addiert. Beachtet, dass wir hier einen kleinen Bias zum Tiefenwert des Originalfragments hinzufügen. In diesem Fall haben wir ihn auf 0,025 gesetzt. Ein Bias ist nicht immer notwendig, aber er hilft, den SSAO-Effekt visuell zu optimieren und löst Akne-Effekte, die aufgrund der Komplexität der Szene auftreten können. Wir sind noch nicht ganz fertig und es gibt noch ein kleines Problem, das wir berücksichtigen müssen. Immer wenn ein Fragment auf Umgebungsokklusion getestet wird, das nah am Rand einer Fläche ausgerichtet ist, werden auch Tiefenwerte von Flächen weit hinter der Testfläche berücksichtigt. Diese Werte tragen dann fälschlicherweise zum Okklusionsfaktor bei. Wir können dies durch die Einführung eines Range-Checks lösen, wie das folgende Bild veranschaulicht.
führen einen Range-Check ein, der sicherstellt, dass ein Fragment zum Okklusionsfaktor beiträgt, wenn seine Tiefenwerte innerhalb des Radius der Probe liegt. Wir ändern die letzte Zeile in die folgende. Hier verwenden wir die GLS-Funktion SmoothStep, die ihren dritten Parameter zwischen dem Bereich des ersten und zweiten Parameters glatt interpoliert und 0 zurückgibt, wenn er kleiner oder gleich dem ersten Parameter ist und 1, wenn er gleich oder größer dem zweiten Parameter ist. Wenn die Tiefendifferenz zwischen den Radien endet, wird ihr Wert durch die folgende Kurve sanft zwischen 0 und 1 interpoliert. Würden wir einen harten Cutoff verwenden, welcher die Verdeckungsbeiträge abrupt entfernen würde, würden wir offensichtlich unschöne Ränder an den Stellen sehen, an denen der Range-Check angewendet wird. Als letzten Schritt normalisieren wir den Okklusionsbeitrag durch die Größe des Kernels und geben die Ergebnisse aus. Beachte, dass wir den Okklusionsfaktor von 1 subtrahieren, damit wir den Okklusionsfaktor direkt zur Skalierung der Umgebungslichtkomponente verwenden können. Der Ambient Occlusion Shader würde dann die folgende Textur erzeugen. Wie wir sehen können, vermittelt Ambient Occlusion ein großartiges Gefühl von Tiefe. Allein mit der Ambient Occlusion Textur können wir schon deutlich erkennen, dass das Modell tatsächlich auf dem Boden liegt, anstatt leicht darüber zu schweben. Es sieht immer noch nicht perfekt aus, da das sich wiederholende Muster der Rauschtextur deutlich sichtbar ist. Um ein glattes Ambient Occlusion Ergebnis zu erzielen, müssen wir die Ambient Occlusion Textur noch blurren oder weichzeichnen. Zwischen dem SSAO-Durchgang und dem Beleuchtungsdurchgang wollen wir zunächst die SSAO-Textur weichzeichnen, also legen wir ein weiteres Frame-Buffer-Objekt zum Speichern des Weichzeichnungsergebnisses an. Hier passiert nichts, was wir nicht schon einige Male gesehen haben. Wir erzeugen ein FBO, binden die Textur und verwenden nur den Rotkanal. Da die gekachelte Zufallsvektortextur uns eine konsistente Zufälligkeit gibt, können wir diese Eigenschaft zu unserem Vorteil nutzen, um einen sehr einfachen Blur-Shader zu erstellen. Hier iterieren wir die umgebenden SSAO-Texte zwischen minus 2 und 2 und samplen die SSAO-Textur um einen Beitrag, der den Abmessungen der Rauschtextur entspricht. Wir versetzen jede Texturkoordinate um die exakte Größe eines einzelnen Textes, indem wir Texture Size verwenden, das einen Weg 2 mit den Abmessungen der gegebenen Textur zurückgibt. Wir mitteln die erhaltenen Ergebnisse, um eine einfache, aber effektive Unschärfe zu erhalten. Und schon haben wir eine Textur mit fragmentbezogenen Ambient Occlusion Daten bereit für die Verwendung im Beleuchtungsdurchgang. Und das wollen wir nun machen. Die Verwendung der Okklusionsfaktoren auf die Beleuchtungsgleichung ist einfach. Wir müssen nur den Umgebungsokklusionsfaktor pro Fragment mit der Umgebungskomponente der Beleuchtung multiplizieren und schon sind wir fertig. Wenn wir den blinden Fong-Shader für die Third Lighting aus der vorherigen Vorlesung nehmen und ihn ein wenig anpassen, erhalten wir den folgenden Fragment-Shader. Das Einzige, was wir hier, abgesehen vom Wechsel in den View-Space, im Vergleich zur früheren Beleuchtungsimplementierung wirklich geändert haben, ist die Multiplikation der Ambient-Komponente der Szene mit dem Ambient-Occlusion-Wert. Mit einem einzelnen Punkt bläulichen Lichts in der Szene würden wir dann das folgende Ergebnis erhalten. Screenspace Ambient Occlusion ist ein hochgradig anpassbarer Effekt, der stark von der Anpassung seiner Parameter an die Art der Szene abhängt. Es gibt keine perfekte Kombination von Parametern für jede Art von Szene. Einige Szenen funktionieren nur mit einem kleinen Radius, während andere Szenen einen größeren Radius und eine größere Anzahl von Samples benötigen, damit es realistisch aussieht. Die aktuelle Demo verwendet 64 Samples, was ein bisschen viel ist. Spielt mit ein paar kleineren Kernelgrößen herum und versucht andere gute Ergebnisse zu erzielen.
Einige Parameter, die wir verändern können, zum Beispiel durch Verwendung von Uniforms, wären die Kernelgröße, Radius, Bias und oder Größe des Rauschkerns. Wir können auch den endgültigen Verdeckungswert auf eine benutzerdefinierte Potenz erhöhen, um seine Stärke zu steigern, und zwar mit dem folgenden Code hier. Spielt einmal mit verschiedenen Szenen und unterschiedlichen Parametern herum, um ein besseres Gefühl von SSAO und den Parametern zu bekommen. Obwohl SSAO ein subtiler Effekt ist, der nicht allzu deutlich wahrnehmbar ist, fügt der richtig beleuchteten Szene ein großes Maß an Realismus hinzu und ist definitiv eine Technik, die ihr in eurem Portfolio haben möchtet. Gut, das war's heute zum SSAO. Wie immer, falls ihr Fragen zur Vorlesung habt, schreibt sie bitte in das Forum. Wir werden sie dann wieder so schnell wie möglich beantworten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.